So, das ist jetzt schon ein Grenzfall zu dem, okay, ist das noch sinnvoll in dem Kurs oder nicht? Ich habe es mal mit reingenommen. Also, es geht nämlich tatsächlich jetzt so um die Sachen. Ich will HTML verändern und ich muss auch ein bisschen programmieren können, allerdings auch nicht viel. Von daher, wenn ihr so ein bisschen PHP könnt und vielleicht so minimal JavaScript und CSS, dann seid ihr hier schon richtig aufgehoben. Wenn nicht, könnt ihr trotzdem dabei bleiben. Dann könnt ihr mal grundsätzlich erfahren, was man denn mit HTML machen kann und was ihr vielleicht dann mit dem ihr andere beauftragen könnt, die das machen könnten. Gibt euch vielleicht einen größeren Überblick über das, was H5P tatsächlich alles kann. Ist nämlich sehr mächtig. So, ja, legen wir los. Dann gehen wir hier drauf. Das ist die Dokumentation oder ein Auszug aus der Dokumentation von H5P. Und der beschäftigt sich halt eben speziell mit dem Anpassen und Erweitern. Und das ist wichtig, weil man natürlich hart in den Originalquelltext von H5P reinschreiben kann, aber wenn dann das Kernteam diese Änderung nicht übernimmt, hat man irgendwann bei einem Update Probleme, das will man nicht. Und dafür hat H5P ein paar schöne Sachen geschaffen, das nennt sich Hooks. Könnt ihr euch so vorstellen, H5P macht irgendwas und zwischendurch sagt es dem System, also euch, hey, ich mache jetzt das, willst du mir noch eine bestimmte Aufgabe mitgeben, soll ich noch irgendwas ändern? Wenn nicht, mache ich weiter, wenn ja, gib mir mal was mit. Also so läuft das. Und man kann damit so ein paar Sachen machen, zum Beispiel also visuelle Änderungen, das zeige ich gleich nochmal im Detail, weil das nicht super kompliziert ist. Und das andere ist ein bisschen komplexer, da muss man halt ein bisschen programmieren können, aber auch nicht wirklich viel. Und da zeige ich jetzt einfach mal ganz kurz ein Beispiel, wobei ich jetzt nicht sage, das macht man damit, sondern ich zeige nur mal grundsätzlich die Möglichkeiten auf. Aber dann wisst ihr, was man grundsätzlich alles machen kann. Also ich nehme mal hier das WordPress-Beispiel. Ist aber egal, weil es in Drupal und Moodle genau das gleiche ist. Das kenne ich halt am besten. Also man klickt hier drauf und man muss nochmal hier drauf. Das ist dann so ein extra Plugin, was man sich dann installieren kann, zusätzlich zu dem H5P-Plugin. Wenn ihr das seht, da ist aber nicht so viel drin. Also das ist jetzt der Quelltext auf GitHub und hier ist nochmal so eine Beschreibungsdatei und hier seht ihr, so ist nur so eine kleine Datei drin, die ein bisschen was macht und den Quelltext muss man jetzt nicht verstehen können, aber ich gehe das hier einfach von oben nach unten durch. Also, es gibt verschiedene Hooks, das sind eben diese Dinger, wo H5P sagt, hey, ich mache jetzt was, soll ich hier irgendwie was verändern? Und der erste heißt Alter Semantics. Der ist dafür da, wenn H5P den Editor einblendet, also dieses Formularartige, wo ihr dann eure Inhalte eingebt. Ne, es gibt ja viele Felder und manchmal sind ja so Begrenzungen drauf irgendwie. Manchmal darf man die Zahlen von 1 bis 10 eingeben zum Beispiel. Oder manchmal haben die Textfelder nur eine bestimmte Eingabelänge. Oder manchmal hat man vielleicht irgendein Feld, wo man gern immer so einen anderen Vorgabewert drin hätte, weil man den ständig ändern muss. Sowas kann man da machen. Dann nutzt man diesen Hook. Also H5P sagt, hey, ich stelle jetzt einen Editor dar. Willst du daran was noch geändert haben? So, in dem Beispiel wäre jetzt was für die Collage, da ändert er nur die Beschriftung von einer Überschrift. Also die Überschriften kann man ändern, wenn einem die zum Beispiel nicht gefallen. Kann man auch machen. Oder ausblenden oder wie auch immer. So, dann geht ja das durch. Da muss man ein bisschen für programmieren können, aber für die PHPler ist ein bisschen so ein Objekt parsen. Also einmal durchgehen und sich das raussuchen, Feld ändern, fertig. Also sowas kann man damit machen. Also wenn ihr irgendwie Felder ausblenden wollt, wenn ihr bestimmte Vorgabewerte ändern wollt, was ich gerade gesagt habe, sowas kann man damit machen. Und dann übernimmt H5P und ihr spart euch zum Beispiel Tipparbeit. So, der nächste heißt Alter Parameters. Der ist auch im Editor, ist aber kommt erst beim Speichern zum Tragen. Der betrifft jetzt auch nicht die Struktur von dem Editor, sondern die Inhalte, die ihr eingegeben habt. Das heißt, wenn ihr auf Speichern klickt, sagt er, hey, ich speichere jetzt die Werte, soll ich da noch irgendwas mitmachen? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass da noch sowas wie eine, weiß ich nicht, automatische Texterkennung drüber laufen soll, die Tippfehler korrigiert oder vielleicht wie in dem Beispiel hier, da wird an in der Multiple-Choice-Aufgabe hinten nochmal an ein Feld drangehängt, zu welcher Uhrzeit das erstellt wurde, kann ja Sinn ergeben oder, also alles, was mit diesen Parametern vielleicht noch gemacht werden soll, das kann man hinterher machen. Und muss dafür aber nicht den Quelltext von H5P anpassen. Das macht man halt über diesen Hook. So, jetzt geht's an die Inhalte, wenn sie denn laufen, also wenn man den View quasi hat, wenn man eine Aufgabe bearbeitet. Der heißt Alter Scripts. Und der ist einfach dafür da, um den H5P-Scripts, die sowieso noch laufen, also der Quelltext, denen noch extra Sachen mitzugeben, also ein extra Skript, das laufen soll. Und damit kann man dann relativ tiefgehende Veränderungen an dem Inhaltstyp nur machen, ohne den Original-Quelltext anfassen zu müssen. Das heißt, selbst wenn der aktualisiert wird,
stehen die Chancen gut, dass wenn man nicht zu viel verändert hat, dass es dann nachträglich einfach weiterläuft. Man muss dann, kann er sorglos aktualisieren und hat trotzdem seine Änderungen noch drin. Also ihr könnt da wirklich auf die ganzen H5P, also jetzt für die Programmierer, könnt ihr auf die H5P-Objekte zugreifen, alles was da, was ihr da so im Speicher findet. So, dann Alter Styles, das ist der, was, ja, der ist eigentlich noch am einfachsten. Der ist dafür da, wenn ihr die Optik von H5P ändern wollt. Also H5P sagt, ich lade jetzt einen Inhaltstyp und ich habe hier meine, ne, Beschreibungen, wie die Sachen aussehen sollen. Irgendwie der Knopf soll blau sein und runde Ecken haben. Runde Ecken, also soll abgerundet sein. Und das wollt ihr vielleicht nicht. Und klar, ihr könnt jetzt wieder in den Originalquelltext gehen und da irgendwie das Style-Sheet ändern und da sagen, nee, mach mal grün. Dann das Problem, dann kommt das nächste Update, dann sind die Knöpfe wieder blau. Wollt ihr wahrscheinlich nicht. So, und das macht man halt hier. Und dieser Hook ist letztlich nur dafür da, um zu sagen, hey, nimm noch mal bitte mein Style-Sheet mit, bevor du, also nachdem du deins benutzt hast. Und das kommt dann halt, das überlagert das. Und so kann man halt zum Beispiel die Knöpfe grün und eckig machen statt blau und rund, irgendwie sowas. Kann Elemente noch so ein bisschen verschieben. Ja, je nach Inhaltstyp kann man da sehr viele Sachen mitmachen, manchmal nicht ganz so viel, aber also wie gesagt, Farben und sowas, kein Problem, könnt ihr mal austauschen. So, die anderen zwei, das sind jetzt eher so Nischenfälle, das ist schon so fast so Hardcore Anpassung von irgendwelchen Plattformen, wenn man das haben will. Der eine heißt Embed Access, der Hook. Und da kann man einfach nochmal strenger sein oder differenzierter sein beim Erlauben vom Einbetten. Das heißt, grundsätzlich kann man ja sagen, hey, grundsätzlich ist es Einbetten erlaubt und ihr wollt jetzt aber vielleicht erst nochmal, was könnt ihr denn machen? Ihr könnt erst noch die IP-Adresse prüfen zum Beispiel von der aufrufenden Seite und sagen, nee, das erlaube ich nur bestimmten Seiten, wenn die von einer bestimmten IP-Adresse kommen oder sowas. Sowas kann man damit machen, kann man natürlich auch noch an andere Bedingungen knüpfen, wenn man das möchte. Und dann der letzte, da bin ich mir nicht sicher, ob der nützlich ist, aber er ist nun mal da, der heißt Alter User Result. Wenn ihr in H5P eine Aufgabe bearbeitet habt und dann Punkte irgendwohin übertragen werden, sagt er, hey, ich habe jetzt hier diese Punkte ermittelt, soll ich mit diesen Punkten noch irgendwas machen? Also ihr könnt nachträglich automatisiert die Punkte noch verändern. Ich weiß nicht, ob es da einen guten Einsatzfall gibt. Hier als Beispiel ist drin, wenn der Admin irgendwie immer volle Punktzahl bekommen soll, also vielleicht für Testzwecke, kann man sowas auch machen. Ne? Oder man könnte auch die Punkte natürlich irgendwie noch woanders hinschicken, obwohl es da eigentlich eine andere Schnittstelle für gibt. Aber ja, sowas kann man damit machen. Also diese Möglichkeiten habt ihr tatsächlich, die Anpassungsmöglichkeiten, ohne den Originalquelltext von H5P anfassen zu müssen. Also ganz schön zu wissen, denke ich.